mein Name ist Helmut, komme aus Tirol und ich zeige in diesem Video, wie man dieses alte Lied von Nena als Instrumentalstück auf der akustischen Gitarre spielen kann. Kapotas habe ich am zweiten Bund, beginne jetzt mit den ersten vier Takten, spiele bis zu dieser Markierung hier, langsamen Tempo, 3, 4. Geschrieben, spiele aber kein A, spiele nicht einmal ein A7, sondern mit dem Mittelfinger spiele ich die 2 und dann habe ich die Hände frei für die kleine Melodie. Also ich spiele jetzt diesen Takt alleine. 3, 4. Dann kommen die nächsten 4, ist eine kleine Variation. Erster Schluss. Jetzt spiele ich alles zusammen, noch einmal, 3, 4. Erster Schluss. Wiederholung. Dieser rhythmische Teil. Ich habe drüber geschrieben 4-mal, ist aus dem Original. Ich spiele es nur 2-mal, weil ich es als Instrumentalstück spiele und etwas verkürze. Also ich spiele jetzt diesen Teil bis zu dieser 5 auf der 5. Seite 2-mal, langsames Tempo. 3, 4. Schneller, rhythmischer, 3, 4. Und dann kommen die nächsten 4 Takte, bis zu dieser Stelle hier. Zunächst langsam, 3, 4. Schneller. 3, 4. Und jetzt geht es wieder in die Melodie. Ich spiele es jetzt auch nur 2-mal. Eins, die nächsten 4 Takte. 3, 4. Teil beginnt mit D, 3, 4. Noch einmal. Jetzt wiederhole ich von hier weg, von D bis zum Schluss, also spielt 2-mal diese Sequenz. 3, 4. Wiederholung. Und
nichts wiederholen. Und zum Schluss spiele ich dann das Intro, die komplette erste Zeile mit dem zweiten Schluss. Spiele ich auch jetzt 3, 4 und in einem langsameren Tempo. Und jetzt höre ich mit einem D auf. Ich wünsche jetzt viel Erfolg beim Üben und bis zum nächsten Mal.